Es gibt ihn also doch, den Fußballgott, an dessen Existenz die Liebhaber vom formvollendet schönen Fußball längst gezweifelt haben. Im Fußball wird keine B-Note vergeben, ist der gern benutzte Slogan, wenn am Ende mal wieder nicht der attraktivste, sondern effektivste Fußball Schale und Pokal abräumte. Aber es gibt sie doch, die B-Note. Werder 2004 ist der Beweis. Werder Bremen 2004, das war Dominanz, wie es sie so schön vielleicht noch nie gegeben hat. Nicht wirklich viel Sonne beim Sommertrainingslager, aber so soll eine Vorbereitung ja auch sein. Norderney als Quälerei. Der geneigte Profi kennt das ja. Andreas Reinke, ein Ergebnis der erneut perfekten Einkaufspolitik von Manager Alofs. Alles lief super und den Planungen entsprechend an im Sommer 2003. Alles wie immer. Auch, dass Ailton mal wieder ein wenig später aus dem Urlaub zurückkehrte. Das kennt man ja. Kein Grund zur Aufregung. Die Hauptstadt als Saisonauftakt, wer ahnte schon, dass hier auch alles enden würde, vor allem wie? Ailton, der Mann, der 28 Treffer erzielen wird, in jener denkwürdigen Saison 2003-2004. Ailton, der bis dahin noch nicht einmal aufs Tor geschossen hat. 1:0 für Werder Bremen, das erledigte der Brasilianer dann allerdings sehr souverän. Charisteas, viel Platz und dann Miku, 1:0, den hatten sie völlig vergessen. Dabei blieb's, zweiter Auswärtssieg im zweiten Auswärtsspiel, da bahnte sich was an. Ja, ist natürlich dann auch bitter, durch so ein Gegentor dann auch zu verlieren. Fabian Ernst von Miku freigespielt. Nicht bedrängt von Klinge. Was für eine Vorlage für Klasnic. Ein tolles Tor. 0:2. 40. Spielminute. Funkel wird reagieren und mit Helbig den dritten Stürmer gleichbringen. Wir schauen nochmal. Miku, Klinge nicht bei Ernst und dann ein Zuckerpässchen mit der Hacke. Tolle Vorarbeit für Ivan Klasnic. Er hat ihn nicht sehen können, aber hören. Hier, Klasnic ruft Fabian und kriegt den Ball. Ivan Klasnic, im Februar eine Kreuzbandverletzung. Bremer haben nur eine von den letzten 7 Partien gewonnen. Und das ist Ailton. Kommt er vorbei? Schafft er Möglichkeit? Tor! 6. Tor von Ailton Gonçalves da Silva. Ein Tor aus dem Nichts. Ja, schöner Hackentrick von D'Alessandro, leider an den falschen Adressaten, nämlich Joan Miku. Miku! Miku! Wenn es jemals echten Offensivfußball gab, dann an diesem 8. Spieltag im Oktober. Werder Bremen im Herbst 2003, das war das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Ich denke, man nimmt gerne das an, was man erreicht. Und als wir auf dem ersten waren jetzt in den 14 Tagen, war das sicherlich eine sehr schöne Situation. Und das hätten wir auch gerne weiter gehabt. Aber man kann sich das nicht aussuchen.
Das 150. Bundesligaspiel als Werder-Coach für Thomas Schaaf. Es brachte einen neuen Vereinsrekord, denn im 5. Auswärtsspiel der Saison gab es den 4. Sieg. Und wieder einen aus der Reihe feinster Offensivfußball. Zum 5. Mal war 0-0 Ailton übrigens für das wichtige Führungstor verantwortlich. Die Leute denken, es ist nicht sehr gutes Spiel, es ist nicht konzentriert. Und dieses Thema ist Wechsel nach Schalke. Und ein bisschen Kritik von meiner Person. Diese Woche Spiel gegen Stuttgart. Und heute ist präsentiert hier im Platz 2 Torschüsse. Das ist Ailton. 5 Jahre später von Werder Bremen immer Torschüsse. Er war ganz klar der Mann des Tages beim 4-2 in Freiburg. Die Führung für Werder gegen Frankfurt, das immer wieder wichtige 1-0, na klar, es wurde mal wieder von Ailton erzielt. Das 2-0 legte der Kapitän persönlich nach. Frank Baumann sorgte dafür, dass eigentlich schnell alles gelaufen schien, doch es kam nochmal Spannung auf. Chris mit einem harmlosen Flugball. Doch was macht Andi Reinke? Nach 65 Minuten hat auch Werders Keeper seinen ersten Saisontreffer auf dem Konto. Nur noch 2-1. Oh weh, Andreas Reinke, mit schönem Gruß an die Kollegen Reck oder Borrell. Andreas Reinke hat das Spiel wieder spannend gemacht. Haben Sie die Szene gesehen? Ja. Und, was sagen Sie dazu? Abhaken. In Hannover kommt es zum höchsten Auswärtssieg der Saison. Werder verdrischt den Nachbarn förmlich mit 5-1. Und das ohne den wegen Bindehautentzündung fehlenden Ailton. Für ihn durfte Nelson Valdez erstmals von Beginn an ran. Und der zeigte sich als exzellente Vertretung. Nicht nur, dass der Paraguayo gleich zweimal traf. Er erzielte auch die letztlich entscheidenden Treffer zum 1-2-0. Wenn schon Ailton-Vertreter, dann eben auch richtig. Jeder vermisst Ailton, er ist der Living hier. Aber wenn Ailton geht, ich glaube, ich komme danach. Naja, oder eben Ivan Klasnic, der in Hannover ebenfalls doppelt traf und so immerhin auch schon 6 Saisontore auf seinem Konto verbuchen konnte. Der Angriff von Werder eine Paradeabteilung der Saison. Und auch dahinter versammelten sich treffsichere Kollegen. Danach gehen Klasnic, für ihn kommt Charisteas und auch Valdez war kurze Zeit drauf aus dem Spiel. Für ihn kam er hier, Markus Daun, und er legte nochmal mustergültig auf. Schlusspunkt in der AWD Arena, Fabian Ernst. Klasnic per Hacke, toll auf Ailton. Und schon ist passiert, 6. Minute, wieder trifft der Brasilianer. Die Bremer nach wie vor auf Tabellenrang 2, aber schon damals spielerisch eine Extraklasse in der Liga. Viel Lob gab's. Das Spiel der Spiele für jeden Werder-Fan. Bremen gegen Bayern. Werder wird zum 7. Mal in Folge gegen die Münchner ungeschlagen bleiben. Ailton erzielt wieder mal das 1-0. Ein Foul von Lisarazu an Klasnic war der Werder-Führung vorausgegangen. Und hinterher diskutieren sie sogar darüber, die Münchner Bayern. Strafstoß, immer etwas Besonderes in diesem Klassiker. Wer erinnert sich nicht an den verschossenen Ball von Michael Kutzop 1986? Ailton macht es besser, erzielt das 1-0.